Lisa, also, komm her, auf. Erzähl, was heute los ist. Ich springe heute. Und wieso? Wieso, weil Dienstag ist? Ja, aber heute ist ja schon relativ... Ist Halloween. Aber wir müssen uns zum Glück nicht verkleiden. Ja. So, wir bauen jetzt gleich auf. Sollen da Kavalettis hin oder sollen da Ständer hin? Ja, also da sollen Kavalettis hin. Dann auch das Seil auf der Plan. So, sind wir gerade am Aufbauen. Was war das jetzt? Hart am Arbeiten. Was du da? Film? Hallo, Sarah, erzähl mal. Was soll ich jetzt? Erzähl mal, was heute los ist. Also, heute ist ja Feiertag. Einfach blau und, oder was für welche? Da haben wir gedacht. Weil eigentlich fällt ein Springen aus, aber heute wurde das mit Frühstücken verbunden. Und deswegen haben wir heute Springstunde. Und wir dürfen heute mit Mausi das erste Mal nach 5 Wochen springen. Fünf? Oder so. Das wird bestimmt lustig. Ja. Genau. In und out haben wir hier. Oder ich weiß gar nicht, wie viele Galoppsprünge. 5? 4? 4? Keine Ahnung. Auf den Ochser hier. Und dann haben wir hier einen Steilsprung. Hier haben wir dann eine Kombi, die hier gebaut wird. Und dann noch da ein Ochser. Franziska. Einfach so das Äußere. Frankie, erzähl. Welche Gruppe bist du? Ich bin in der dritten Gruppe, glaube ich. Ja. Was machst du gerade Schönes? Wir schaufeln den Hubschlag, damit die Hand schon ordentlich ist. Springen. Mm. Wo? Ich geh so einfach hin. Wo? Guck mal, nein, ich mach das jetzt. Wo? Jetzt hat Julianin abgelehnt. Wir müssen einmal noch ein Stück hin. Guck mal hier. Wurm. So, jetzt ist hier so langsam Full House. Ach, da kommt ja die Frau Mecke. Pünktlich wie immer. Okay. Was ist mit dem Hund los? Was ist los? Ich sehe mal kurz so. Vor allen Dingen, es jagt sie ja auch niemand. So, Josephine macht jetzt fertig. Wen reitest du? Indies Stuhlpferd. Und sehr freundlich immer. Freundlich, ein ganz freundliches Pferd. Lass es zu. In welcher Gruppe bist du? Zweite. Ja, die erste reitet gerade schon. Ja. Erzähl. Was soll ich erzählen? Wen reitest du? Ich reite Clara. Sie dich verfolgt, ja, du Arme. Ja, das ist eins von unseren Pferden. Und ja, ich reite die hauptsächlich. Und da Walli heute ausfällt, hat Fini ein Schulpferdchen und ich darf Klärchen reiten. Das ist unsere Sattelkammer. Die wurde auch neu gemacht. Und unsere ganzen Handschuhe, die Fini. Ganzen Sättel. Das sind die ganzen Schränke. Da sehen wir Charlotte Böhmicke. Hallo. Ready? Ready. Sie möchte gerne. Wen reitest du? Na, den Kinder. Charlotte? Wen reitest du? Wen reitest du? Ja, ich reite jetzt Kito. Kito. Auch in der zweiten? Ja, genau, auch in der zweiten. Ah, sehr gut. Und reitest du noch einen heute? Ja, ich reite nachher noch den Schimmel? Den Schimmel, genau. Ah, cool, erzähl mal. Ja, der Schimmel ist ein 4-jähriger Waller. Und ja, mit dem probiere ich jetzt auch mal mein Glück. Läuft es jetzt aber ja. Gut. Ah, oh, mit Glöckchen sogar. Ja, damit wir uns die Eisen nicht abtreten. Was wir ja sehr gerne machen, ne, Clary? So. Ja, eins kriegst du. Das ist der liebe Kito. Das ist Mausis Halbbruder, apropos. Falls ihr das noch nicht wusstet. Also,
von unserer Stute, der Halbbruder. Die haben die gleiche Mutter. Ja, die gleiche Mutter haben sie. Aber Kito ist vom Quintenna und Mausi ist vom Count Granus. Kennt man nicht, aber. Quintenna ist da, glaube ich, eher bekannter. Hm? Ja, ja. Hm? Kim Sanja, du kannst jetzt nicht abhauen. Kimi longiert gerade ihr Pferdchen. Warum longierst du dein Pferdchen? Ist er gut drauf? Ist er gut drauf? Beide. Halli, hallo, liebe Leutis. Seht ihr mich auch mal? Ja, ich bin's, hinter der Kamera. Ich habe gerade rausbekommen, dass ich mich selber filmen kann. Ziemlich cool. Also, wir gehen jetzt zu Getty. Da sehen wir Charlotte. Charlotte, guck mal, ich kann mich selber filmen. So, die Mädels machen jetzt alle fertig für die nächsten Abteilungen. Und dann... Was? Ja, ich wollte jetzt mal wieder ein Follow Me Around machen. Ich hatte auch schon, es tut mir voll leid, für die anderen, bei den anderen letzten Turnieren, die wir hatten vor ein paar Wochen. Warte mal, das muss ich filmen. Kann ich mal umdrehen? Ja, warte mal, hier seht ihr mal. Ist sehr geil. Die Katze denkt auch mal, sie wäre Boss. Gefühlt. So, eine sehr große, schwarze Katze. Moose! Hi, Moose! So, meine Schwester will gerade Mausi raus. Ich weiß gar nicht, Sarah, was hast du vor? Ach so, okay, weil Sarah ist erst, glaube ich, in der 6. Abteilung oder so. Hallo. Sind gerade in der Halle? Lisa, Jonna und Julia, die wegrennt. Und da hinten sehen wir Pia Mecke, Sarah, Lena. In der 2. Abteilung sind hier jetzt Kimi mit Quintero, Marlene mit... Clara, Fini mit Inni und Charlie mit Kito. Sarah. Gut. Jetzt bei. Oh! Nicht, dass sie da ist.
Pause, ich muss ja laufen. Wir haben schon die ganze Zeit Weihnachtslieder. Fini, wie geht's dir? Du hast so geröchelt. So. Was ist los, Sarah? Ich muss Machtwort mit dir sprechen. Oh shit, oh shit, oh shit. Du bist ja gerade richtig. Ja, aber echt stark. Der ist wirklich anstrengend, aber richtig toll. Tolle Schuhfeder. Oh. Zimmer, wer reitet gerade? Jetzt reitet Franz. Hallo, Konze, Franziska, Nibel und Franzibus. Jetzt glaube ich im Hintergrund. Oh, oh. Wer reitet Charlotte gerade? Kim Sonja, Schneidi. Warte. 1, 2, 3, 4. Gut, Frau Konze. Ran. Frau Kleineberg. Kleineberg okay. Ist gerade gekommen. Einverstanden? Erst Jonna, weil wir Hallo. Lena eine Runde höher springen. Wonderful. Nicht so ganz. So, jetzt ist gerade die fünfte Stunde okay, dran. Da reiten mit, warte, ich mache kurz die Kamera um. Ja, guck mal, Luxus. Ja, also, eine neue Kamera? Charlie mit dem Schimmel. Das ist Christina. Das ist die unsere, Mutti. Die Mutti. Die Mutti. Und hier sehen wir Lisa mit ihrer neuen Stute. Kalanda. Oh, 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 oh. So, die fünfte Gruppe reitet jetzt, nee, die sechste reitet jetzt schon ab. Ja, krass, ne? Frau Kleineberg hat es doch noch heute geschafft, hierher zu kommen. Jetzt reitet sie mit Chaco gleich auch mit in der sechsten. Julia reitet auch. Wer ist noch in der... Und Sarah reitet auch noch. Na, sie. Lächeln. Ach, und mit Puh. Pia auch noch. Guten Tag. Hier sehen wir das Dressurpferdchen. Von Rossmann. Was? Neuer Eyeliner von Rossmann. Okay. Machen sich über mich lustig, aber naja. Ich werde immer gemobbt. Spaß. Baby. Nee, Mosi, falls ihr euch fragt, Mosi geht nicht wirklich an Züge, weil sie, vielleicht seht ihr das ja, so einen Hirschhals hat und sie hat sehr dicke Ganaschen. Deswegen ist es sehr schwierig, sie an Züge zu reiten und ja, deswegen läuft sie immer so, wie sie läuft. Aber dafür springt sie ja. Ne? Charlotte? So? Erzähl, wie war's? Das Pferd sprang sehr gut. Du bist auch sehr gut geritten. Nein. Doch. Ich hoffe, Carlos wird besser gleich. Ja, das war gut. Junges Pferd. Ja, und gerade weil es junges Pferd ist, muss ich die anpacken. Ich kann da nicht immer so drauf sitzen, machen. Ja. Wird schon. Es wird alles.
Wir sind positiv eingestellt. Links kann auch jetzt mal so eine Wolle rein. Der Wolle wieder eine Arbeit und der Wolle dann raus. Die ganze Bahn hier ist mit dem, dann wieder einfach. Erzähl mal. Was soll ich denn erzählen? Wie es so war? Ja, es war eigentlich richtig gut. Bei dem einmal war irgendwie, weiß ich auch nicht, was da war. Ich weiß nicht, was hat sie denn gemacht? Ich hab's nicht genau gesehen. Also eigentlich war ich passend, aber irgendwie hat sie ihren Arsch so komisch rumgedreht und dann bin ich so mit meinem Fuß am Ständer hängen geblieben. Aber alles gut und der Rest war eigentlich auch voll gut. Sprang gut. Ist auch schön gelaufen. Merken. Nein, aber die macht wirklich immer so. Wer ja, macht was? Oh Gott. Ja, die Frau bei den Tagesthemen. Die Frau bei den Tagesthemen, der hat mal zu. Ich guck die ganze Zeit mit. Ja. Guck mal, da sieht man meine Daumen auf dem Video. Ja, Megge. Ein langer Tag ist vorbei, wir sind alle ganz toll gerissen, alle zufrieden, glaube ich. Oh. Haben alle schön gefrühstückt und sind jetzt alle glücklich. Juhu! Yay. Tschüss! Gibt's noch